einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum zweiten Teil aus Irland. Wer meine Stimme jetzt hört, der denkt sich vielleicht, naja, Klassiker, gestern. Nein, erstens bin ich verkühlt, das war ich gestern auch schon. Deswegen klinge ich in der Früh so. Und zweitens habe ich gestern zu wenig getrunken. Ja, Wasser, den ganzen Tag über. Jetzt bin ich etwas dehydriert und habe ein bisschen Kopfweh. Aber kein Problem. In diesem wunderbaren Hotel, diesem riesigen, gibt es auch herrliches Frühstück. Und dort bin ich jetzt hin, am Weg dort zu Und am Weg dort bin ich jetzt hin. Und dann gibt es einen aufregenden, spannenden Tag heute. Wenn ich den Knopf richtig drücke. Na? So. Heute geht es nämlich in die Jameson Destillery den ganzen Tag. Jameson Irish Whiskey. Viel über Whisky lernen, Whisky Academy, über den Herstellungsprozess und. Wir werden es herausfinden und jetzt gehe ich den unendlich langen Weg bis zur Rezeption. Das ist nur ein kleiner Teil davon. Crazy. Tada, 5 Minuten später, nicht ganz, 15 Minuten später Autofahrt, sind wir, ist das hell. 10 Minuten später sind wir in der Destillerie von Jameson. Jameson Irish Whiskey. Hinter mir ist die alte, ja, die ist riesig, die zeige ich nachher noch. Und da ist, man sieht sie so ein bisschen da durch, ist die neue. Aber jetzt das Wichtigste, gleich in der Früh. Whiskey Academy, Jameson Whiskey, Jameson. Um es ganz korrekt auszudrücken, Jameson Irish Whiskey. Jameson Irish Whiskey. Die Academy. Und da lernen wir jetzt alles über Whisky, was man so lernen muss. Über Jameson Whiskey. Jameson Irish Whiskey. Jameson Whiskey. Jameson Whiskey, Jameson Whiskey. Muss ich ganz oft sagen, hat die Steffi hat das gesagt. Ich muss das ganz oft sagen. Jameson Whiskey. Jameson Irish Whiskey. Jameson Irish Whiskey. Oh Gott, Jameson Irish Whiskey. So, jetzt geht's in die Destillerie und man sieht, Sicherheit wird groß geschrieben, Sicherheitsweste, Sicherheitsbrille, brauche ich nicht, ich habe eine echte Brille. Und sehr, sehr strikt, dass wir haben unsere Handys alle abgeben müssen. Es darf nicht gefilmt werden außerhalb von den Räumen oder von den Hallen, wo wir uns aufhalten dürfen und filmen dürfen. Wir haben genau angeben müssen, wie viele Kameras sind, keine Elektrogeräte, also es ist so wegen Brandgefahr auch, nämlich hauptsächlich ein bisschen keine Zigaretten, keine Feuerzeuge, kein bengalisches Feuer zum Beispiel. Und jetzt geht's durch dieses Tor. Wir müssen alle immer gemeinsam zusammenbleiben. Es ist ja wirklich sehr streng. Und dann schauen wir, wie Whisky produziert wird. Da. Okay, wir sind jetzt in der Destillerie. Hinter mir ist die Produktionsstraße mehr oder weniger. Und das funktioniert so. In der Brauerei, in der wir gerade waren, da wird quasi Bier produziert. Also ohne Hopfen, aber vom Prinzip her ist es Bier. Das kommt dann in diese Kessel, da wird es das erste Mal gebrannt, dann kommt es in den zweiten Kessel, da wird es zweiten Mal gebrannt und dann kommt es in den dritten Kessel und wird zum dritten Mal gebrannt. Und das zweimal. Die produzieren in etwa 30.000 Liter Alkohol am Tag aus dem letzten Kessel raus. Das sind die größten Destilleriekessel der Welt, 6 Stück haben sie davon. Und die brauchen 14 Schmiede quasi, brauchen 7 Wochen, um einen davon zu produzieren, mit der Hand. Man sieht die Abdrücke darauf. Man kann das, vielleicht seht ihr das. Kosten 1 Million Euro ein so ein Ding. Also wir stehen 6 Millionen Euro mal nur für diese 6 Kessel. Und werden beheizt mit Dampf. Es ist wahnsinnig heiß da drinnen. Da drinnen kocht quasi dieses Bierdings. Das steigt dann der Alkohol auf, verdampft, geht runter und kommt in den nächsten Kessel hinein. Und dort geht der ganze Prozess von vorne los. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Man sieht jetzt da nicht allzu viel. Aber ich habe es eh gefilmt. Es ist ja spannend. Und vom letzten aus geht es dann in die Fässer hinein und dort wird es dann gelagert. Zurück. Zack, Lagerhaus. Wir sind da jetzt, glaube ich, so 10 Minuten durch eine Stadt gefahren und das ist eine von, weiß nicht, 10 oder 15 Straßen. Da werden die Fässer gelagert. Jetzt muss nämlich der Whisky dann, wenn er abgefüllt ist in ein Fass, muss er mindestens 3 Jahre stehen und warten und reifen.
Die befüllen in etwa 6 Fässer in einer halben Sekunde oder so. Es liegen da 1,5 Millionen Fässer rum und warten darauf, fertig zu werden. Und da verdampft auch Alkohol natürlich aus den Fässern, und zwar 30.000 Flaschen jeden Tag. Zusammenfassung. Es gibt von diesen Lagerhäusern, gibt es hier, man sieht, sie sind etwas größer. Hier gibt es 80 Lagerhäuser von dieser Größe, und dann gibt es auf einem anderen, haben sie jetzt noch 28 gebaut und haben dort aber Platz für 128 von denen. Da sind 6 Fässer auf einer Palette, 10 Paletten nach hinten, 7 Paletten nach oben. Man kann sich so in etwa vorstellen, welche Menge von Whisky wir hier sprechen. Übrigens, Fun Fact, die ältesten Fässer hier in den Lagerhäusern sind so aus den 70er Jahren in etwa, wie das Ganze eröffnet worden ist. Es gibt einen großen, so ein Computersystem, das hat alle erfasst, da weiß man genau, wo welche stehen. Es gibt nämlich auch durchaus Fässer, die sie vergessen haben, die sie manchmal dann finden, die eben aus den 70er Jahren also sind, wie das Ganze da aufgebaut wurde. Und es gibt einen, den Master quasi, der den Überblick hat. Und ab und zu gibt es dann welche, der sagt, okay, holst die Fässer von da, oder? Die sind halt alt, und dann machen sie so ein Single, füllen sie so ein paar Flaschen ab, und dann gibt es irgendein Special oder so. Und normal ist es so 20, 25 Jahre ist für Whisky echt okay. Danach, ab über 30, alles über 30 Jahre wird dann ein bisschen hölzern und so. Das muss man dann mögen, sagen wir mal so. Aber so beste Whisky ist so 20, 25 Jahre alt. Also so wie der. Quasi. Der ist jetzt 1991, 26 Jahre alt und schmeckt gut. So, und das ist die alte Destillerie, also ein Teil davon zumindest. Man sieht, es schaut ein bisschen anders aus. Es ist natürlich auch riesig, aber natürlich nicht ganz so riesig wie das davor. Und es ist natürlich alles sehr touristisch. Da Jameson, Irish Whiskey überall auf den Fässern und natürlich schön hergerichtet für so Menschen wie mich. Oder auch wenn man privat herkommt oder eine Tour macht. Es gibt so Touren da, also wenn man jemand einmal in Irland ist, kann ich nur empfehlen, das mal anzuschauen. Das ist wirklich spannend. Und die Iren dürften sehr klein gewesen sein früher, wenn sich das so anschaut. Also ich muss da etwas in die Knie gehen, dass ich da durchkomme. Zack! Ja, da ist das alte Mühlrad, das dreht sich noch. Ja. So ist das. So, das war's von der Destillerie fürs Erste. Zusammenfassung davon, wie Fässer produziert werden. Das ist nämlich gar nicht so einfach, wie ich mir das dachte. Da gibt es nicht so viel, was man bedenken muss eigentlich.
Also unter anderem ist es ja so, dass Fässer natürlich, wenn man die jetzt so sieht, ja, dann glaubt man, das sind halt Holzbretter, mehr oder weniger. Aber die sind natürlich oben schmäler und dicker in der Mitte und dann wieder schmäler, damit die diese Kurve zusammenbekommen. Außerdem haben die alle ja Winkel, die dann, also wie diese zusammenpassen. Das muss ja dicht sein. Und da gibt es aber keine Messtools dafür, irgendwie, ist ja ein Maßstab oder irgendwas, sondern das macht der das Fass baut, per Hand. Benutzt wird immer Eichenholz, weil das sehr hart ist und sehr, sehr resistent. Und das wird ausgebrannt, so wie hier. Entweder in der Mitte ein Feuer gemacht, wenn sie das Holz biegen, mehr oder weniger, oder es wird vorher schon gebrannt. Weil das gibt dann auch, das öffnet die Poren, der Zucker, der im Holz drinnen ist, karamellisiert, Vanille und so weiter, wird alles freigesetzt, damit der Whisky das dann aufnehmen kann. Wir haben jetzt gerade ein Fass geöffnet und dann hat jeder dran gerochen und sagt, ja, riecht nach Whisky. Ist aber falsch, es riecht nicht nach Whisky, es ist ein leeres Fass, sondern es riecht einfach nach dem Holz, nach den ganzen Düften, die durch das Ausbrennen und durch den Alkohol drin einfach freigesetzt worden sind. Das heißt, wenn man an Whisky riecht, riecht man jetzt nicht den Alkohol, sondern man riecht das Holz. Der klassische Whisky-Geruch ist Holzgeruch eigentlich. Voll spannend. So werden die Fässer gebaut. Wieder was gelernt. Das ist richtig harte Arbeit. Er hat das immer beruflich gemacht. Er hat ein Fass pro Tag gebaut von Scratch, also vom Ding weg. Ist unfassbar.